Das alte Haus von Rocky Dopey hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Dopey sah Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Sulzbacher und Sulzbacherinnen, herzlich willkommen zur heutigen Bürgerveranstaltung zum Thema Entwicklungskonzept Ortsmitte. Bis eben gerade waren die beiden Fotos auf dem Projektor, deswegen wollte ich hochschauen, aber zum Entwicklungskonzept Ortsmitte Bürgerhaus. Da sind sie wieder, die beiden. Die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, dass dieses Thema Sulzbach bewegt. Nicht zuletzt 1500 Unterschriften, die mir vor wenigen Wochen überreicht worden sind, sind ein Ausdruck dafür, dass wir zu diesem Thema offen, transparent, konstruktiv, kritisch heute eine Diskussion führen sollten. Kurz gefasst, wir gehen davon aus, dass Sie unterschiedliche Beweggründe haben, warum Sie hier sind. Einige von Ihnen wollen vielleicht gegen den Verkauf protestieren, andere von Ihnen möchten vielleicht wissen, oder auch die gleichen, wie sieht das Vergabeverfahren aus, welche Nutzungen sind geplant und vielleicht haben Sie auch eigene Ideen und eigene Ergänzungen. Und all die, Sie wollen einfach nicht, dass es verkauft wird oder auch Erbpacht möchten Sie nicht und über das andere wollen Sie gar nicht diskutieren. Wem das so geht, der kann gerne nach diesem ersten Teil gehen. Das ist so geplant, wenn Sie sagen, über die anderen Sachen wollen wir gar nicht reden. Denn Sie lachen. Ja, Sie lachen und vielleicht erkennen Sie auch, was der Hintergrund ist. Also wir möchten einerseits gerne, dass alles auf den Tisch kommt, also dass Ihre Meinung hier deutlich wird. Gleichzeitig möchten wir Ihnen aber auch den Raum geben, dass Sie über Nutzung diskutieren können, also dass wir dann schon konkreter werden können, wenn Sie das möchten. Wenn Sie jetzt alle sagen, wollen wir gar nicht, dann sieht die Veranstaltung wieder anders aus. Da wir davon ausgehen, dass einige von Ihnen sich doch nochmal die Pläne genauer anschauen wollen, haben wir gesagt, wir machen diese drei Blöcke. Jeder kann so lange bleiben, wie er möchte. Und am Ende wollen wir gerne noch eine Tafel haben, wo wir Ihre Ideen gesammelt haben und wo es dann darum geht, wie das weitere Verfahren aussieht. Kosten oder zu den Zahlungen. Da werde ich erstmal antworten und vielleicht Ergänzungen von Herrn Pohl bitten. Wir zahlen nicht für die Büros als Auftraggeber, sondern wir haben diesen wettbewerblichen Dialog. Das heißt, europaweite Ausschreibung, europaweite Bekanntmachung von Interessenten. Da habe ich schon gesagt, je nach Bieterlage können das 2 oder 20 sein. Und am Ende suchen wir 2, 3 aus, die dann unserem Anforderungsprofil am ehesten passen. Und damit dann ein visuell ordentlich aufgearbeitetes, ein ansprechendes, auch konkretes Angebot oder Konzeptvorstellung erarbeitet werden kann, werden dort gewisse kleine, wir haben das mit Professor Trautner besprochen, im kleinen Tausenderbereich, also im kleinen vierstelligen Bereich, bezahlt. Wenn Sie die Bauleistung oder ein Konzept erarbeiten lassen nach Hawaii, zahlen Sie das 10- bis 20-fache. Also wir würden Ihnen jetzt darlegen, die Ausschreibungsziele zum Vergabeverfahren im Entwurf, so wie er sich momentan darstellt. Erstmal zur Erläuterung, in den Entwurf dieser Ziele eingeflossen sind, Moment, jetzt ist richtig, die Eingaben aus Politik und Verwaltung, also die Vorgaben durch politische Beschlüsse, die bisher getroffen wurden, sowie die fachlichen Entwurfseingaben von uns als Fachverwaltung, sowie die Eingabe gesondert nochmal der Fraktionen. Diese Zusammenstellung, die liegt uns jetzt vor und die haben wir auch dem Planungs- und Bauausschuss in einer Beschlussvorlage vorgelegt oder zumindest zur Kenntnisnahme.
Dabei waren auch noch politische Anträge möglich, sind auch gestellt worden. Und der Beschluss wurde, wie Sie es hier lesen können, nochmals dort geändert und ergänzt. Also bevor hierzu Beschlussfassungen in den Gremien erfolgen, sollen die Bürgerinnen und Bürger durch eine Bürgerveranstaltung mit eingebunden werden und die Ergebnisse mit abgewogen werden. Es wird also bekannt gemacht, dass die Gemeinde Sulzbach hier ein Projekt anstoßen möchte. Dann können sich europaweit, es ist eben erläutert worden, dass da Schwellenwerte zu beachten sind, weil das auch mit Bauleistungen verbunden ist, europaweit eben bekannt gemacht. Da können sich entsprechend qualifizierte Investoren, Baugesellschaften auch bewerben. Sie geben quasi eine kleine Referenz ab, was sie denn alles leisten können. Und wenn sie qualifiziert genug sind und geeignet genug sind, an diesem Verfahren teilzunehmen, bekommen sie auch die Ausschreibungsunterlagen, die wir Ihnen jetzt in Kürze mal vorstellen wollen. Die Dinge, die Sie alle kennen, werden wir etwas kürzer vorstellen. Die, worum es gerade ganz wichtig geht, das sind die Nutzungsinhalte und das sind die städtebaulichen Zielsetzungen. Die werden wir dann etwas ausführlicher vorstellen. Mein Name ist Willi Prisker und die Mehrheit der Sulzbacher will heute Abend nicht über Maßnahmen und Wege zum Verkauf und zur Verpachtung des Bürgerhauses diskutieren. Die Mehrheit will diese historische Begegnungsstätte so erhalten, wie wir sie kennen. Und dazu sollten Sie sich, werte Politiker, heute Abend bekennen. Entscheidungen sollten nicht ohne Einbindung der Bürger und Vereine stattfinden. Diese Versammlung hätte schon viel früher stattfinden müssen, und zwar vor der Schließung des Bürgerhauses. Die Initiative Bürger fürs Bürgerhaus hat einen offenen Brief an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, den Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden geschrieben und bis heute keine Antwort erhalten. Dies verschwieg auch der Bürgermeister in der Planungs- und Bauausschusssitzung am vergangenen Montag und sprach von Forderungen, die über die Zeitung an ihn herangetragen wurden, die dann mit ins Konzept eingeflossen seien. Wo bleibt der Respekt vor den Bürgern, die mehr als 1500 Unterschriften abgegeben haben? Wo bleibt der Respekt vor engagierten Bürgern, die ihre Überlegungen in einem offenen Brief bekundet haben und nie eine Antwort erhielten? In allen Vereinssitzungen und Versammlungen wird von der Politik immer von der Wichtigkeit des Ehrenamtes und von dem Engagement der Vereine gesprochen. Wie wollen Sie, Herr Bürgermeister, in Zukunft glaubhaft aussprechen, wenn Sie mit der Schließung des Bürgermeisters, des Bürgerhauses die Vereine und Bürger mit Füßen treten? Als Gedankengut hier vorgelegt hat, klingt so abreißen und neu bauen. Und genau das ist ja, was man hier mit historischen Gebäuden Schindluder betreibt. Das ist ein altes Schulhaus mit relativ hohen Räumlichkeiten. Ich meine jetzt nicht den Saal, aber die anderen, das war seinerzeit so, dass die Räume relativ hoch waren und daran können sie weder Wohneinheiten und erst recht keine seniorengerechte Wohnungen bauen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist tatsächlich der Konflikt mit einer gut florierenden Restauration. Da, wie gesagt, da entsteht Lärm. Und ich kann keine alten Menschen damit konfrontieren. Die müssen, da muss eine völlig andere Lösung, aber auf jeden Fall nicht in dieses Gebäude rein. Aber
hinten wird ja auch nicht nur als Parkplatz oder wurde nicht nur als Parkplatz benutzt. Er wurde auch für andere Veranstaltungen benutzt. Wo haben Sie im Ortskern noch überhaupt Platz, wenn Sie eine Bühne aufbauen wollen? Das Wunderbare an dieser Kneipe bisher war an dem Biergarten, dass man im Sommer eine Gesumme hatte von Leben, von Leuten, die da sitzen und das, was ein Biergarten ist, genossen haben. Ja, es war für mich wirklich ein zentraler Mittelpunkt in Sulzbach. Und von vielen Leuten, die ich kenne, die sonst nicht in Sulzbach sind, genutzt worden neben den Sulzbachern, und wenn etwas für Sulzbach gesprochen hat, dann war es dieser Biergarten, den man ruhig auch gar nicht Biergarten nennen muss, nennen wir das doch mal eine Apfelweinwirtschaft. Wenn man nach Frankfurt geht, sieht man, dass diese ganzen Einrichtungen laufen wie nichts. Da laufen die Leute hin, das ist unglaublich. Ich finde allerdings bei diesem ganzen Verfahren hier, habe ich schon auch den Eindruck, oder möchte das eindrücklich die Politiker fragen, ist es wirklich ernsthaft im Blick, dass die ganzen Ausschreibungen möglicherweise zu keinem gescheiten Ergebnis kommen und dass man die Sache dann sein lässt? Das habe ich manchmal den Eindruck, gerade wenn solche Prozesse in Gang kommen, wird das dann nicht mehr mitgenommen und dann wird irgendwie der Erstbeste dann doch genommen, der einen Vorschlag macht. Also ich kann diesem Verfahren nur zustimmen, wenn es immer die Ausstiegsklausel hat. Und das Letzte, die Erweiterungsvorschläge der Kirchengemeinde sind nicht die Grundlage dieser ganzen Beschlüsse, das will ich nur noch mal klar machen. Wenn es dazu kommt, haben wir gesagt, unser Kindergarten braucht eine richtige Küche. Das wäre dann eine Möglichkeit, die sie später, aber nur in einem Verfahren, was transparent ist und aus dem man jederzeit aussteigen kann oder umgekehrt seine Entwicklung konkreter Ideen, was man wirklich unabhängig von Investoren europaweit damit machen kann. Okay, danke. Sind auch Bewertungskriterien, die dann für das Verfahren maßgebend sind. Und sollte ein Interessent oder alle Interessenten den Ausschreibungskriterien nicht Herr werden, ist auch der Exit definitiv eine Entscheidungsgrundlage am Ende des Verfahrens. Es geht vor allem um Abriss bzw. Nutzung oder Ähnliches. Das ist eben Teil des Verfahrens. Wir stellen hier die Sachen vor, deswegen auch kann ich das Gelächter in Ansätzen ab und an verstehen. Das, was wir bis jetzt aufgenommen haben, aus Diskussionen, aus Sitzungen, aus Appellen, die eben genannt worden sind. Wir haben sozusagen darauf das Konzept, die Ausschreibungsziele basierend erstellt. Es ist nicht so, dass 100% aus der Verwaltung einzig und allein kommen, um nach dem Motto des Lachens, die haben mal einen schönen Abend gehabt und was getrunken dabei, sondern es waren Vorschläge, Sachen, die eben verschiedenste Leute an uns herangetragen haben, die wir in einen Guss geformt haben und jetzt zur Diskussion stellen. Deswegen sitzen wir hier und können dann eben, wenn viele Leute das nicht wollen, dann auch dementsprechend aufnehmen. Die Entscheidungsträger aus Politik sitzen hier im Publikum, wie ich gesehen habe, die dann auch diese Stimmung mit aufnehmen werden. Mein Name ist Harald Hahn. Ich hätte gerne mal gewusst, ob es Überlegungen gab, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Betriebskosten, die doch so hoch sind, zu senken. Ich hab noch eine Frage. Mein Name ist Binze. Wir haben auf die beiden ersten Redner überhaupt noch keine Antwort erhalten auf die Frage. Hohe Kosten sind für mich, das kann ich nicht greifen. Wir reden von welchen Kosten? Wie hoch sind die Betriebskosten für ein Jahr für dieses Gebäude? Welche Investitionen, das hieß vorhin, 150.000 Euro fürs Dach, okay, 60.000 Rückstand für den Brandschutz. Dann haben Sie gesagt, zwischen 40, 50 bis 70.000 laufende Kosten. Das ist so eine Spanne. Ich glaube, es hat gar niemand so genaue Vorstellung, was kostet das Gebäude im Jahr?
Eigentlich haben Sie ja vorhin schon die Antwort gegeben, Herr Bürgermeister, auf das, was ich mir hier auf drei Seiten zurechtgehalten habe. Weil Sie nämlich gesagt haben, wo das kumulierte Defizit dieses Gebäudes im Jahr liegt. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht, nachdem diese ganze Unterschriftenaktion dann nicht gebracht hat, in den ganzen Zeitungen zu recherchieren, mit welchen Zahlen wir gefüttert wurden, die geschwängert von dem einen oder anderen, die in den Zeitungen zu lesen waren. Und ich will das mal ganz kurz stichpunktartig hier nochmal runterreden. Das ging los, also das sind Zeitungen aus der Sulzbacher Anzeige, das ist der Kreisblatt, die FAZ und die Rundschau. Da ging es los am 30.09., bis der Herr Schlosser sich auf eine Aussage aus der Gemeindeverwaltung bezieht, mit 180.000 Euro jährliche Unterhaltungskosten. Ich bitte jetzt auch genau zuzuhören, welche Art von Kosten hier genannt wurden. Dann kommt am, zufällig, wie ich Sie eben angeguckt habe, am 14.10. der Herr Brandt von der CDU, 130.000 Euro jährlicher Zuschuss in die Liegenschaft. Dann kommt am 21.10.2016 auch im Anzeiger der Herr Dr. Fritz von Groß-Sulzbach, laufende jährliche Belastung 130.000 Euro. Am 2.12. kommt die Frau Boneros von der SPD und sagt laufende Unterhaltskosten von 60.000 Euro. Am 9.12. schreibt der Herr Brandt, 60.000 Euro Unterhaltskosten ist falsch. Das Defizit belauft sich in 2015 auf 130.000 Euro. Im Höchster Kreisblatt 16.01. Herr Lissmann, SPD, reine regelmäßige Unterhaltszahlungen von 60.000 bis 80.000 Euro im Jahr. Frankfurter Allgemeine Zeitung 15.02.17. Der Herr Bürgermeister sagt, von bis zu 100.000 Euro legt die Gemeinde allein für den Unterhalt des Saals drauf. Frankfurter Rundschau 7.03. Herr Bürgermeister, Sie, das jährliche Defizit war teilweise im sechsstelligen Bereich gelegen. Und zum Schluss kommt der Sulzbacher Anzeiger, der Herr Brücker, 24.03. dieses Jahres, die CDU, jährliche Kosten von jeweils über 100.000 Euro. Wir kriegen hier Zahlen genannt, die bis zum Dreifachen sich unterscheiden, von 60.000 bis 180.000 Euro. Und also meine Frage kann ich nicht mehr stellen, weil wir dieses kumulierte Defizit vorhin genannt haben. Aber hier eigentlich mal die Frage zu stellen, ob man glaubt, mit so einer, wie soll ich sagen, Informationspolitik, irgendein Vertrauen bei den Bürgern dann auch aufrechtzuerhalten oder zurückgewinnen zu können. Weil hier kann man sich wirklich keinen Reim drauf machen, ist es sinnvoll, mit dem Bürgerhaus umzugehen oder nicht? Diese Zahlen kann man nicht so einordnen, wenn man nicht andere Zahlen kennt. Es sei Ihnen gesagt, 500.000 Euro kostet die Unterhaltung, nur die Unterhaltung der Eichwaldhallen jährlich. Dabei sind bereits die Kosten, die der Kreis für den Schulsport trägt, abgezogen. 360.000 Euro kostet die Unterhaltung dieses Gebäudes oder dieses Ensembles, das wird da drüben noch dazugehören, jährlich. Dann denke ich doch, über was unterhalten wir uns hier? Ich bin auch der Meinung, bei einer Gemeinde, die so dasteht, ich zitiere Herrn Brücker, dass die Gemeinde hervorragend dasteht, bei einer Gemeinde, die so dasteht, kann man seinem Bürger auch durchaus ein solches Gebäude zugestehen, wenn man da auch etwas investiert. Man muss für seine Bürger auch investieren. Der Bürgerhaus, meine Damen und Herren, ist mit Sicherheit nicht zu rechnen. Das ist für den Bürger da. So wie diejenigen, die Sportanlagen und andere Einrichtungen nutzen, so nutzen auch die einen oder anderen vielleicht das Bürgerhaus mit seinem Biergarten. Wir als Verein stellen schon seit kurzem oder in der kurzen Zeit jetzt seit der Schließung fest, dass wir hier nicht mehr miteinander kommunizieren, nur noch über Telefone. Früher war das ein Treffpunkt. Da hat auch ein kleiner Dienstweg, hat man Dinge erledigen können. Man konnte also mit dem einen oder anderen aus den anderen Vereinen, Gruppierungen schon gewisse Dinge absprechen, die uns heute komplett ab der Hand gegangen sind. Und dann frage ich noch, wollen Sie die europaweite Ausschreibung über 5 Jahre und länger produzieren? Dann sind die Vereine hier in Sulzbach tot. Dankeschön. Davon haben Sie noch nicht gesprochen. Und jetzt brennt es uns auf den Nägeln, denn wir haben ja demnächst Straßenfest, wie Sie wissen, und das Straßenfest findet wieder am Platz an der Linde statt. Frage, können wir in der üblichen Form das Bürgerhaus nutzen? Ich gehe weiter, wir haben dann auch irgendwann im Jahr den Weihnachtsmarkt, auch da nutzt der Fotoclub, da nutzt der Geschichtsverein, da nutzen wir als Bastelbereich für Kinder das Bürgerhaus. Können wir das noch nutzen? Sprechen Sie noch in dieser Angelegenheit mit uns oder wie läuft das weiter? Straßenfest ist definitiv gesichert, das ist ganz normal.
Da könnte ich auch noch sagen, dass eben die Nutzung bis zum Sommer definitiv gesichert ist. Und die Sommerpause, Sommerferien. Und von daher das Straßenfest davor. Und für den Weihnachtsmarkt müssen wir sehen, wie es dann aussieht. Aber es gibt die vielen weichen Faktoren. Als weiche Faktoren zähle ich auch die Argumente, die kamen, die Nutzung der Vereine. Und so stehe ich auch mit als Vertreter der Karnevalabteilung hier, die sehr intensiv die Räumlichkeiten des Bürgerhauses nutzen mit seinen Vorteilen, die wir hier nicht finden. Der Schriftverkehr ist ja am Laufen, die Anfrage an die Vereine ist gestellt, das ist auch richtig. Aber wir werden nicht das in anderen Räumlichkeiten, da bin ich überzeugt, nicht kompensieren können, was wir dort verlieren. Denn nur für die Karnevalabteilung gesprochen ist es so, dass wir ab Mai spätestens dann das Männerwerk im September mit Proben anfängt. Und diese Proben, nur aus unserer Sicht, verschwären sich, je näher die Kampagne rückt, in den Monaten Dezember und Januar, auch mit Proben an den Wochenenden. Und ich glaube nicht, weder die Gemeinde noch die Kirchengemeinden können uns Räumlichkeiten zusagen für die Wochenenden, wenn gerade in diesen Jahreszeiten Neujahrsempfänge der Parteien abgehalten werden in Räumlichkeiten oder Weihnachtsfeier von anderen Vereinen, von privaten und ähnlichen Gruppierungen abgehalten werden. Das ist ein Riesenproblem. Und ich denke, wir haben, stehen heute hier und in 4 Wochen haben wir das Konzept Sulzbach 2030. Da gehört das Bürgerhaus dazu. Für die Zukunft. Und ich will nicht in die Vergangenheit blicken. Es wird viel auch geredet, was es kostet, wie viel Kosten entstehen und europaweite Ausschreibungen. Alles richtig. Aber diese Zukunftsbürgerhaus gehört der Saal meiner Meinung nach zu. Denn die Verantwortung an die Vereine, die gesellschaftliche und soziale Verantwortung wird immer größer. Baulücken werden geschlossen, wo rund ein Haus aussteht, stehen bald Reihenhäuser. Das heißt, die Einwohnerzahl von Sulzbach wächst. Wir brauchen auch Räumlichkeiten, um diesem Bedarf gerecht zu werden, öffentliche Räumlichkeiten. Das Vereinswesen wird sich ändern. Wir werden mehr Kurssysteme haben in Zukunft, die tagsüber angeboten werden müssen. Und da brauchen wir halt eben auch Räumlichkeiten. Und wir haben auch nicht mehr die Möglichkeit, für Sulzbacher eine Veranstaltung zu machen, sei es eine Privatfeier mit Musik zum Beispiel, weil hier der Wirt sagt, ich mache es nicht, ich kriege nur Zirkus mit den Nachbarn. Das ist auch ein weicher Faktor, was ich sehr bedauern würde. Und jetzt bin ich einfach die Verantwortlichen. Bei allem Respekt, den ich entgegenbringe für die Entscheidungen, auch die finanziellen Gesichtspunkte zu überdenken, einfach auch nochmal mit in ihren Entscheidungen einzubeziehen. Und wirklich, der Willi Christian hat sich als erstes gemeldet, einmal die Fragen zu beantworten, die noch offen stehen. Warum meiner Meinung nach doch sehr, ja, fahrlässig, einfach mit dem Wunsch umgegangen wird, das Haus so zu erhalten, wie es eigentlich die 1500 Unterschriften wollten. Danke. Ich möchte nochmal sagen, als stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes, wir haben ein Gemeindehaus, was wir durchaus nicht so ansehen, als dass es nur für Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde ist. Wir sind durchaus willig, dass anderen, die etwas brauchen, zur Verfügung zu stehen. Andererseits ist es auch gut, das hat man bei der Flüchtlingssituation gesehen, dass wir Leerräume hatten, weil nämlich dann plötzlich in der ganzen Woche von Montag bis Freitag bei uns Deutschunterricht stattfinden konnte. Wenn das durchgetaktet gewesen wäre, dann wäre das nicht möglich gewesen. Ich bitte die Politik, wenn sie mit unserem Gemeindehaus rechnen, offizielle Anfragen an den Kirchenvorstand zu richten. Wir müssen dann genau gucken, was möglich ist. Es ist nicht so, dass da einfach gesagt werden kann, wir haben Platz, sondern wir müssen dann schon genau hingucken. Wir sind finnig, aber es muss genau gefragt werden. Frau Schneider hat vollkommen zu Recht vorhin darauf hingewiesen, dass wir in Sulzbach viel Geld für Sportförderung ausgeben. Das ist gut so und darauf bin ich stolz. Ja, ich glaube, das ist Konsens bei uns im Ort. Wir sind da auch gar nicht pingelig, wenn es um neuen Bedarf geht. Wir haben vor kurzem einen Werferplatz etwa eingeweiht, der nicht gerade durch Überlastung auffällt. Das ist Teil unserer Sportförderung.
Nur beim Bürgerhaus jetzt, da wird plötzlich unglaublich in den Krollen gesucht. Wir sind jetzt andere Vereine hier im Spiel, die andere Interessen haben natürlich, aber hier kommt es jetzt auf 10.000 Euro mehr oder weniger an. Das ist bei anderen Maßnahmen der Gemeinde nicht der Fall. Und ich denke, wir sollten hier einfach etwas gleichmäßiger abwägen und die Interessen aller Vereine und aller Bürger, die solche Räumlichkeiten benötigen, berücksichtigen. Noch ein zweiter Punkt, jetzt sehr viel kleiner, das sind die Parkplätze hinter dem Bürgerhaus. Die sind vorhin schon mal zu Recht erwähnt worden als ein Platz, wo man auch Veranstaltungen machen kann, das ist richtig. Aber ich sehe den Parkplatz noch für viel wichtiger an. Es ist einer der wenigen verkehrsfreien Plätze, die wir in Sulzbach haben. Für was auch immer man die nutzen will. Er hat eine hohe städtebauliche Qualität, umrahmt von Fachwerkhäusern und anderen traditionellen Häusern in Sulzbach. Dieser Wert würde komplett entfallen, wenn er überbaut würde. Und eine Überbauung hätte im Zweifel auch noch zur Folge, dass die Zahl der öffentlich zugänglichen Parkplätze sich verringert. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich meine, dass die Zahl der Parkplätze bei uns im Ortsmittelpunkt schon viel zu gering ist. Wir brauchen mehr Parkplätze in dem Bereich, nicht weniger. Und deshalb halte ich eine Überbauung dieses Platzes in jedem Fall für nicht akzeptabel. Denn selbst wenn diese Überbauung auf Säulen erfolgt, das ist nicht mehr so einladend für Autofahrer wie jetzt ein offener, freier Parkplatz. Ja? Die Zahl der Parkplätze wird weniger werden, sie werden weniger leicht zugänglich sein, auch optisch und von der Anmutung her. Und deshalb halte ich das in jedem Fall für eine Verschlechterung der Lage im Ortsmittelpunkt. Und ich glaube, auch da weiß jeder, was das für unsere Gewerbebetreibenden bedeutet. Wir versuchen ja, so gut das geht, die Nahversorgung im Ortsmittelpunkt zu gewährleisten. Das gelingt auch nicht schlecht. Aber die Geschäfte sind darauf angewiesen, dass die Leute in der Nähe halt auch parken können. Und der Parkplatz hinter dem Bürgerhaus hat da nun mal eine große Bedeutung, weil die Parkplätze in der Hauptstraße selbst nicht ausreichen. Wir haben augenblicklich eigentlich nur zwei Parkplätze in diesem Bereich. Das ist unten das Bürgerhaus und am Frankfurter Hof. Dazwischen ist fast nichts. Und deshalb hat die Erhaltung dieser Parkplätze oder sogar ihre Vermehrung einen hohen Stellenwert. Und es darf auf keinen Fall zur Verminderung der Zahl der Parkplätze kommen. Europaweit ist Verfahren. Dauert da nicht so lange, dauert 4 Wochen, da wurde gelächelt, weil das kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann man mir zum Beispiel sagen, bis wann vorgesehen ist, das gesamte Verfahren abzuschließen, bis ich mit meinen Freunden wieder mal im Biergarten oder in einem Lokal sitzen kann, was essen und was trinken kann? Gibt es da einen genauen Terminplan? Das interessiert mich. Das ist im Moment nicht so einfach zu beantworten. Ist natürlich für die Nutzung, wann kann ich mich da wieder hinsetzen, zu beachten. Kann aber erst dann auch bewertet werden und beurteilt werden, wie lange man dafür braucht, wenn das Konzept eben vorliegt. Also wenn Sie jetzt keiner, Herr Pohl, wenn Sie keiner darauf festnageln würde, hätten Sie so eine Hausnummer, wann ungefähr? Es ist ganz unverbindlich, aber so eine Schätzung, Sie haben ja sicherlich mehr Erfahrung als die anderen. Sie stecken genauso wenig drin, wie das Verfahren läuft. Nur wenn es so üblicherweise abläuft, wie man sich das vorstellt, wann ungefähr, so eher in 3 Jahren oder eher in 5 Jahren? Also es wird ja nicht ausgeschlossen, deswegen die Formulierung hatten wir ja auch so gewählt. Die Formulierungen in den Zielsetzungen sind auch so gewählt, dass natürlich auch ein Investor sagen könnte, ich lasse das Haus so stehen, wie es heute ist, ich betreibe das so weiter und baue hinten noch etwas dazu, ergänze damit das Angebot oder runde es ab. Also es ist mit Sicherheit ganz schwierig zu beurteilen, wenn man nicht weiß, was eben ein Mieter an Verfahren oder an Konzept auch vorstellt. Dass europaweit eine Anreise, unser Bürgerhaus saniert, Anbau gemacht, Tiefverfahren gebaut, Handkäse kostet 1,380. Das ist einer, der da reingeht.
bei dem, was da vorgeschrieben wird, da kriegen Sie noch ganz kurz auch ein. Das können Sie doch alles vergessen. Sie, Herr Bürgermeister, und viele hier im Raum erinnern sich sicherlich sehr gut daran, wie das mit den Sozialwohnungen war auf dem MUF-Gelände. Die fanden nämlich, die wurden versprochen. Sie wurden dann nicht gebaut, weil der Investor einen höheren Gewinn hatte, wenn er sie anders verkauft. Und er hat gerne die Strafe in Kauf genommen. Ich frage Sie, Herr Bocekno, wie können Sie verhindern, dass uns was Ähnliches passiert? Das heißt, es ist ein Investor da, der hat diese riesen Auflagen und nachher macht er das. Wie können Sie das verhindern? Gibt es da eine Chance, das zu verhindern? Ich denke, geschickte Rechtsanwälte werden nachweisen, dass das zu viele Bedingungen sind und dass man das deswegen nicht durchführen kann und haben es aber dann gekauft. Ich habe, wenn ich das hier so verfolge, den Eindruck, dass unsere jetzige Gemeindevertretung, sprich die Mehrheit, in dieser Situation vollkommen überfordert ist. Und da lese ich aber im Kreisblatt am letzten Wochenende, dass eine Hotgruppe öffnet, wenn er rein kann. Wie kann ich das verstehen? Sie haben eine Kleinigkeit vergessen. Erstens, das könnte und aus welchem Bereich es kommen könnte, nur das ist eine Variante. Und das andere ist, dass ein Saal nach Versammlungsstättenrecht zu beurteilen ist und möglicherweise eine Hortgruppe und aus was anderem. Das ist aber noch lange nicht fix und sicherlich auch nur, da ist gar nichts dran, dass sozusagen die Hortgruppe oder sonstige Betreuungsgruppen da reinkommen, sondern da sind in gewissen Diskussionen Räumlichkeiten genannt worden, die, da ist auch der Frankfurter Hof genannt worden. Da wurde eben verschiedenste Räumlichkeiten genannt, wo man sich Betreuung kurzfristig über einen kurzen Zeitraum vorstellen könnte und dementsprechend die Eltern, die davon gerade betroffen sind, dass die Betreuung aus allen Nähten platzt, entlassen werden können. Das steht nicht, dass das Bürgerhaus sein wird, sondern es sein könnte oder es wäre eine allgemeine Diskussion. Vielen Dank. Achso, und dass der Saal nicht mehr genutzt werden kann, ist einfach, das ist eine Sache, dass die Brandschutzmaßnahme ist nicht abgeschlossen. Wenn was passiert, dann fragt der Staatsanwaltschaft, warum. Und da ist es so, dass das ein Projekt war, was über viele Jahre ging, wo viele Einzelmaßnahmen laufen mussten und jetzt ist eine nicht abgeschlossen. Wenn es letztes Jahr diese Diskussion nicht gegeben hätte, wäre letztes Jahr die Maßnahme durchgeführt worden. Man kann sie auch jetzt noch durchführen, nur in dem jetzigen Stadium werden wir sicherlich nicht 60.000 Euro in die ungewisse Zukunft investieren. Und dementsprechend bin ich dafür verantwortlich, dass wenn ein Brand passiert, eben auch die Sicherheit gewährleistet ist. Und da ich keine Lust habe, den Staatsanwalt sehr unangenehme Fragen zu stellen, habe ich gesagt, dass wir zur Sommerpause dementsprechend für Alternativen gesorgt haben werden. Ich unterstelle auch nicht, dass das irgendwie bösartig gemeint ist oder was. Sie wollen halt Geld sparen, aber Sie sparen an der falschen Stelle. Und man kann Fehler machen, aber man muss merken, wenn man zurückrudern muss. Und das möchte ich Ihnen nochmal auf den Weg mitgeben.